So, willkommen zurück zum Let's Play von Rollenleben Part 5, müsste das sein. Ja, ich bin gerade hier am Lehm färben. Die habe ich schon gefärbt, also ich bin noch nicht so weit. Ich brauche jetzt eine Werkbank. Hier muss ich die so machen und Orange möchte ich noch machen. Einfach mal einen grünen. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Und ja, es ist momentan nur einer online, weil wir hatten eine hitzige Diskussion vorher, weil manche Leute meinten einfach, sie können alles auf dem Server machen. Und ja, scheinbar, ja, wäre fast das Aus gewesen vom Server. Was hätte ich denn gemacht? Hätte ich dann einen neuen Server aufgemacht oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich das hätte wirklich gemacht. Aber es ist halt einfach unter aller Sau, was sich manche Leute einfach so machen und tun. Ich möchte heute mit euch kurz zur Siedlung, also zur Siedlung, zum Baumhaus gehen, wo ich geplant habe und nehme dafür ein paar Sachen mit. Ja, da mache ich die Sachen hier rein. Ich brauche Schwarzeichenholz, Fichtenholz, das, das, das und die Farbe Zeugs kann ich hier rein tun. Ein Sattel. Ja, nehme ich ihn mit. Und einfach, dass wir einen haben dort. Eisenbahn nehme ich mit. Und Knochenmehl ein bisschen. Da noch Fichtenholz. Einen Ofen. Ein bisschen Cobblestone. Für noch mehr Öfen. Ja, also. So, hier ist noch ein bisschen Farbe, das lasse ich mal drin. Und wir gehen natürlich mit dem Pferd. Muss ich das abbinden. Hallo, darf ich mich. Du, ich will nicht auf Megas Pferd. So. Das nehme ich am besten mit. Gehe so raus, wenn ich da kann. Ah, ich muss zuerst Sattel drauf machen, das vergesse ich. Ja, das geht halt nicht. Das geht nicht. Also das ist sehr, sehr ding. Also ich mache einen größten Stall, dann einen neuen Wohnort. Ich werde ein neues Wohnort machen, weil ich meistens immer wieder getrollt und gegrieft werde. Wahrscheinlich einfach, weil ich ein Let's Player bin und natürlich alle meinen, ich sei super oder so und dann gegrieft werden muss. Nein, eben nicht. Also ich bin auch nur ein Mensch und ich möchte genauso behandelt werden. Andere. Ich muss einen Weg irgendwo anders durch bekommen. Also, da ist ja eben alles ein bisschen zu klein für das Pferd. Ich muss irgendwie einen Weg dort drauf tun oder so. Also, jetzt muss ich hier entlang. Kann ich das? Schaffen wir das im Let's Play? Schaffen wir das? Ja, heute ging es mir nicht so schlecht, aber irgendwie ging es jetzt mir langsam wieder besser, konnte ich endlich mich wieder zusammenraffen, ein bisschen aufzunehmen, weil ich hatte extreme Kopfschmerzen und ich war schwach und ich war ein bisschen nicht gut drauf, weil ich wollte halt eigentlich trainieren viel und ja, mich stärken, aber ich war viel zu schwach, um irgendetwas zu machen. Durch die Kopfschmerzen, auch die Konzentration und so, und dann wollte ich auch nichts aufnehmen. Aber eben, das kann manchmal passieren bei mir, weil ich nicht so resistent wie andere bin. Und deshalb einfach ein bisschen, ja, dass meine Fans hat mich einfach ein bisschen, ja, nicht plötzlich dann mich irgendwie, ja, schlecht finden, weil ich mal einen Tag nicht aufnehme oder so. Es tut mir leid und ich kann nicht anders, aber ja, ich bin halt nicht so ein aktiv bleibender Let's Player wie andere. Mein Pferd ist viel zu langsam. Ich weiß nicht, es ist nicht mehr das Pferd, das ich hatte.
weil mein Pferd wurde gestohlen und nicht mehr zurückgebracht. Dann musste ich, also bekam ich ein neues Pferd. Ja, also eben, das Server ist ein Rundspiel-Server und da muss einfach alles klappen. So Getrolle und Kindelein, es geht einfach nicht auf diesem Server. Es ist wirklich unter aller Sau. Ich finde, das Rollenspiel hat mega aufgehört. Also es ja, es ist viel weniger geworden einfach. Und das finde ich mega schade. Dass das Pferd so komisch sich verhält, finde ich auch ein bisschen schade. Bitte mal, ja, mach das Pferd ein bisschen besser. Hui. Hallo. Ich will nur nach oben. Heute habe ich auch irgendwie mitbekommen, wieso Mojang nicht so viel macht. Also irgendwie will Mojang nicht, dass das Spiel allzu groß wird und ja, hat sich ein bisschen falsch an, also eher so ein bisschen moddig anhört. Ja, wie soll man sagen? Dass es ein bisschen, ja, halt anders wird einfach. Soll ein bisschen einfach und locker sein und nicht irgendwie mega kompliziert und alles mögliche. Ah, wieso ist der Kopf eigentlich auch Hitbox? Ja, so kann ich nicht neben dem Kopf schauen. So. Und wer das Pferd wird gestohlen oder oh Gott. Ja, ja, ja. Also machen wir hier ein paar Dinge. So, wir brauchen Treppen. Und ich muss kurz unterbrechen. Tut mir leid. So, danke, dass ja abgestürzt ist. Jetzt ist meine Aufnahme ein bisschen schrott. Aber ja, ich bin von der Pause weg. So, meine Eltern, die würden etwas wissen und ja, jetzt geht's wieder weiter. Ich habe leider wegen der Aufnahmen so ein bisschen hier schon angefangen, aber es war sowieso ein bisschen langweilig. Okay, ich habe einfach so ein bisschen geredet. Und jetzt geht's wieder weiter. Also, ich habe da geredet über dieses Biom. Das Biom kam. Das Baum kam bei 1.60 oder 1.70, weiß jetzt nicht mehr genau, so. Oder sogar 1.80, also 1.8. Vor allem, ja, finde ich es richtig genial. Und ich hatte es für ihn auch nicht entdeckt. Erst bei 1.8 habe ich es gefunden und dann bei 1.710 nochmals gefunden. Ich weiß nicht, ob es mit einem Mod war oder sonst irgendwas. Aber ja. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Da müssen wir hier so weiter. Also, wer es noch nicht weiß, weil die anderen Videos nicht geschaut hat, es wird nicht nur ein Baumhaus, sondern ein Baumhaus mit Schiff drin. Und der Weg nach oben geht eben so. Und dann auch mit Leiter. Also ich möchte da nicht die ganze Zeit hier irgendwie im Kreis herum durch die Bäume hindurch und so. Einfach so, dass es so ein bisschen gut aussieht. Und wahrscheinlich mit Slimeblöcken sogar, weil ich habe so viel Slimes gesammelt. Das ist Wahnsinn. Wie Lehm. Also Lehm hatte ich 13 Stacks heute alleine geholt. Und jetzt habe ich noch, weiß nicht, 3-4 Stacks Slimes geholt. Ah, gerade dabei, gut. Weil ich brauche unbedingt noch ein bisschen paar Sachen, zum Beispiel vom Mesa-Biom. Der orange Sand, der kann man, glaube ich, gar nicht herstellen. Und noch andere Sachen. Weil orange Sand hier in diesem Biom sieht einfach geil aus. Passt zwar nicht ganz so, aber wenn man einfach den gelben Sand ein bisschen ersetzen kann oder so in der Nähe. Ein bisschen Terraform. Das ist richtig cool. Und auch beim Schiff, ich möchte
Was ist hier los? Was ist los? Weil wenn man wäscht, wenn man löscht und dann neu generiert, dann braucht es immer extra Speicher beim Server und deshalb ja, ist es halt so, dass es so kurz, dass man herhängt. Also nicht leckt, aber hängt. Also es ist so. Eine Schlange hier auf dem Baum ist eine Schlange. Sie schlängelt sich nach oben. Eigentlich wollte ich wieder hoch, aber hier kann ich nicht hoch. Ja, hier hätte ich hoch können, aber ich lasse jetzt mal das so. Und das werde ich jetzt nicht machen. Nein, ich will nicht verbinden noch. Ich will da vorne verbinden. Fuki, Fuki. So, jetzt ist alles wieder ein bisschen angenehm hier auf dem Server. Bin immer noch ein bisschen am Denken, aber. Ist gut, dass ich jetzt nicht während dem Let's Play so oft denken muss. Oh, ich muss hier rüber. Also, jetzt mache ich nach oben. Am besten hier. Dankeschön. Ich will es auch nicht so wieder schleichen. Also 2. Es ist 2 und dann glaube ich. Man sieht es nicht genau, aber es war 2 und dann. Was bin ich eigentlich hier? 94, gut, das ist eine gerade Zahl. Soll ich bei 100 dann das Schiff bauen? Ich denke, ich mache das Schiff jetzt hier oben dran, bei 100. Ich mache mal eine Markierung hier. So, Markierung. Hier wieder abbauen, dass man einfach durchlaufen kann. Dann sehe ich, von da muss eigentlich das Schiff dann nach vorne zeigen am besten, dass wenn die Leute so kommen und sehen, ah, das ist ein schönes Grundstück, dass das Schiff nach vorne zeigt. Weil ich glaube kaum, die kommen von hinten, weil nur dort eigentlich die Stadt, also das Dorf ist. Die Stadt kommt ja dann später erst. Also es gibt so ein Video, das kurz davor dieses Video ist, wo ich und Mega Coolman gemacht haben, wo wir zeigen, wo die Stadt dann hinkommt, wenn sie überhaupt an, also vor allem ein bisschen angenommen wird und so, sonst wird sie natürlich nicht gemacht. So, aber eben, wenn wir jetzt so große Pläne haben, das ist gut, dann geht das ein bisschen fort, also schreitet fort, so. Also. Ja, ich kann leider nicht genau sehen, wie lange ich schon aufnehme. Aber so, ich gehe jetzt davor. Ich gehe nicht herum. Oder? Ich gehe da vorne entlang, geradeaus und hier dazwischen. Okay, dann ist das falsch. So, Floster, machen wir das ohne Flag. Und noch mal ein bisschen Holz. Ich möchte jetzt einfach dann das Schiff bald machen, weil ich will ja auch drin wohnen können. Im Schiff und nicht irgendwie in meinem Haus. Weil Haus ist lang. Für mich langsamer. So. Oh, schade. Ich gehe jetzt hier Ding. Also dass es hier zusammen ist. Ja, ich habe leider keine Bücher, aber mein Starbuck. So. Also.
Dann müssen wir später noch Half-Step daneben machen. Aber ja, das kann ich dann auch off-topic, das ist ein bisschen langweilig. Hier möchte ich eben noch drüben gehen. So. So und so. Gut. Also, was hätten wir? Von hier sieht es ja relativ gut aus. Ja. Hier könnte man noch etwas machen, zum Beispiel hier noch ein bisschen dicker. Aber hier könnte man noch einen Baum pflanzen, wenn das geht. Oder etwas anderes. Ah, hier machen wir die Treppe nach oben, oder? Ja, ist relativ nah. Ja, hier machen wir die Treppe nach oben. Dann, nein, mit Wasser will ich nicht runter, sonst schwimmt die Fahne weg. Und das Eisbergbiom, das ist so genial. So, da möchte ich da in die Mitte. Holz, nee. Was soll ich in die Mitte tun? Also, das gleiche Holz ist langweilig. Ich möchte am liebsten das andere Holz machen. Nehmen. Ja, das habe ich nicht da, das Birken. Nein. Dschungelholz sieht schrecklich aus. Fichten? Ding. Sag jetzt schon wieder Akazienholz, genau. What the fuck? Irgendwie ist das mega verbuggt. Gebt mir das Teil. Wieso kann man das Pferd nicht einfach gut anbinden? Weil die hauen dann sonst immer ab. So, dann mache ich mal hier kleinen Stall. Ich hoffe, das reicht. So, so, ja, das geht. Gut. Da noch das Ding wegmachen. Geh rein, nein, geh rein. Danke. Ich glaube, man kann auch raus springen. Also wenn man jetzt trägt, und kann man dann raus springen. Ja. Okay. Er steckt fest. Das Pferd steckt fest. Der Gaul. So jetzt. Lass mich da raus. Nein. So, also. Hast du zufällig so Farms in Resettet? Ja, im nächsten Part geht es dann mit dem Farmen weiter. Ich brauche noch ein paar Sachen. Und dann erkunden wir mal die Gegend. Also, das ist jetzt dann bald. Ich gehe am besten ohne Pferd. Ja, ich gehe mit Pferd zurück. Gib mir das Teil. So, weil es geht so zu lange, ich muss unbedingt noch ein paar Parts aufnehmen. Also, damit Fichtenholz nehme ich mit. So, also, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Part vielleicht. Bye.